In Kürze beginnt das Supercup-Spiel Bayern gegen Frankfurt. Und damit sage ich, hallo Leute, was geht ab? Willkommen zu One Let's Do, zu einem neuen Video. Bayern gegen Frankfurt. Supercup, Bayern hat eine riesen Chance, jetzt schon hier den ersten Titel klar zu machen mit Nico Kovac. Nico Kovac gegen seine alte Liebe aus Frankfurt. Supercup. Anschluss Frankfurt in der Commerzbank Arena. Und los geht's. Bayern legt etwas bei uns. Jovic. Riesenchance. Wurde für Bayern. Für Frankfurt. Das wurde ja nochmal eng. Rebic hat den Ball gelupft und Jovic hat den Ball hier gelupft und Neuer kam nicht mehr dran und Latte, der Bayern, das große Glück. Nico Kovac, muss er nachdenken oder muss er zögern? Das darf hier nicht der Gegentreffer sein. Bayern, sie haben Kingsley Coman verkauft an Juve und Bayern Konter, Frankfurt Konter, Jovic, Rebic, Vize-Weltmeister, Flanke und der Vize-Weltmeister Ante Rebic ist sehr erfreut, an diesem Spiel teilzunehmen. Schließlich einer der besten in Frankfurts Startelf. Serge Gnabry. Und durch die Beine. Warte, ich muss kurz gucken. Ja, okay. Kevin Trapp. Nicht so gut vom alten PSG-Spieler. Und Bayern Lewandowski. Starker Konter. Und Makoto Hasebe bekommt die gelbe Karte. Kevin Trapp. Rode. Alea. Und da kam der Linksverteidiger David. Nee, das war nicht David Alaba. Ich weiß nicht, wer das war. Willem, starker Kopfball gegen Robben. Kostic. Rebic. Vize-Weltmeister. Ante Rebic. Flanke. Und jetzt wieder Ante Rebic. Foulspiel an Rebic. Freistoß, Gacinovic. Gacinovic. Sebastian Rode. Auch der Kopfball gewinnt die Bayern. Alea. Frankfurt hier die bessere Mannschaft. Manuel Neuer. Chilwell. Der von Leicester City kam. Und Serge Gnabry. Gnabry, schöner Konter. Gnabry. Rode. Philipp Kostic. Und da ist ganz allein Ante Rebic. Neuer. Starke Parade. Ante Rebic, allein das war ein schöner Konter. Und Ecke und Lewandowski, Müller, Lewandowski. Kovac setzt auf die alten Stars, Lewandowski und Müller, Robben. Bayern hat ein paar Schwächen in der Innenverteidigung, Robben und Hummels, Boateng und Hummels, nicht mehr einer der besten Verteidiger Bayerns. Keine gute Kombination, aber dadurch gibt es Schwächen, weil Frankfurt so schneller durchkommt. Philipp Kostic und Elfmeter, sagt der Schiedsrichter. Foulspiel Boateng, die Grätsche kam von hinten.
Hier sehen wir das V nochmal. Und Ante Rebic, der Chef, darf er den Elfmeter reinmachen. Er ist auf jeden Fall der Schütze. Und Rebic, 1-0 Frankfurt. Ante Rebic. Allererstes Tor für Frankfurt und das gegen die Bayern. Rebic, schöner Elfmeter. Und Neuer muss das nächste Gegentor aushalten. Neuer nicht mehr einer der besten Keeper in Deutschland. Es gibt mehrere, die anstrengen, sich hier einzusetzen. Und Jovic, Luka Jovic, Flanke, Rode. Rode, der von Dortmund kam. Und jetzt ist er schon Stammspieler bei den Frankfurtern. Willems, Ballverlust gegen Robben. Robben setzt auf sein Tempo. Robben, Arjen Robben. Und Sac, genau, nee, und Javi Martinez. Nur die Bayern müssen aufs Tor schießen. Und der Pass. Jetzt Fehler von Gacinovic. Bayern. Ballverlust Abraham und Kostic. Philipp Kostic. Jovic, Luka Jovic, Luka Jovic, Manuel Neuer. Chilwell und Ball für Bayern. Da Costa, nee, für Ball für Frankfurt. Chilwell kommt hier leicht durch mit seinem Tempo und jetzt Willems. Starker Kopfball, Rebic, Jovic, Alea, Alea. Und da ist Jovic, Rebic, der kommt nicht an den Kopfball. Und jetzt Bayern. Sie kontern wie der Weltmeister. Und Kevin Trapp klärt den Ball ins Aus. Willems verletzt, Lewandowski. Gute Chance. Martinez, Riesenchance. Bayern. Javi Martinez. Das wäre ein schönes Tor gewesen. Doch sie nutzen es nicht. Da Costa. Kostic. Renato Sanchez. Robin. Kein guter Kopfball von Robin und aber 1-0 Frankfurt bis hierhin ist eine sehr misslungene Partie für die Bayern. Für Frankfurt sieht es etwas besser aus, nur sie kassieren jetzt schon wieder ein paar Konter, wo sie das eigentlich nicht kassieren machen dürfen, weil Frankfurt hat deutlich die Abwehren verbessert. Robben. 3 gegen einen. Willems gegen Müller, Robben und Lewandowski und jetzt Lewandowski. Robben. Rebic. Robben. Müller. Kevin Trapp. Und die Frankfurter schalten um. Jetzt sind die Frankfurter mal dran mit Kontern. Doch jetzt wieder der Ballverlust. Niklas Süle für Renato Sanchez. Ben Chilwell. Und Abraham. Stark verteidigt. Rebic. Rebic gegen Kimmich. Robben und
Ball für Frankfurt. Martinez hat eine Verletzung. Kostic, der das Spiel schön breit macht mit den steil langen. Ach Mann, ist egal. Hier ist noch keiner so richtig rot. Also so auf roter Position. Tolisso, Bayern will keine Verletzung riskieren. Also Tolisso schnell rein. Und Ben Chilwell. Serge Gnabry und Lewandowski. Misslungener Kopfball. Willems. Rebic. Frankfurt schaltet um. Der Konter jetzt über Rebic. Alea kommt da nicht zum Kopfball. Sanchez. Makoto Hasebe gegen Arjen Robben. Ist jemand rot? Nein. Rebic fast und alle auch. Aber da kann man die schon in der 75. Minute auswechseln. Oder gleich in der 70. kann man die auch. Alea, stark, und jetzt Müller. Ballverlust Bayern und Kostic. Bayern Frankfurt schaltet um. Luka Jovic. Jovic. Luka Jovic. Nochmal Jovic. Und hier wird der Ball geklärt. Gacinovic. Ja, komm. Mijat Gacinovic. Jetzt wechsle ich Jovic und so alle aus, weil sie jetzt fast rot sind und die anderen müssen auch mal ihre Einsätze bekommen. Donis recht schnell und der Akolo ist auch recht schnell. Also schon was für die Frankfurter. Ein Dreierwechsel. Süle. Ist Bayern jetzt durch den Wechsel von Frankfurt etwas geschwächt? Ja oder nein, das wissen wir nicht. Nur wenn sie Frankfurt ein Tor macht oder hier. Das alles zeigt Robben. 1-1 Bayern. Bayern nutzt ihre Chance jetzt, ihre Freiheit vor dem Tor. Und das haben sie jetzt schön gemacht. Rode. Akolo. Akolo mit seinem Tempo. Akolo. Akolo. Die Flanke war zwar jetzt nicht so sinnvoll. Und jetzt Bayern. Kimmich. Robben. Und Lewandowski. Das schafft er den Kopfball leider nicht. Kostic. Ballverlust. Tolisso. Lewandowski. Riesenchance Bayern und sie nutzen sie nicht. Willems. Anastasius Donis. Philipp Kostic. Ah, abseits. Akolo. Manuel Neuer.
Auguste, oh Mann. Anastasius Donis und da hinten lauert Akolo. Einmal Frankfurt, die letzten Chancen. Donis. Recht schneller Ball. Akolo. 2-1 Frankfurt. Die Sensation. Frankfurt. Warte kurz. Willst du mich rasieren oder soll ich dich Warte, rasieren? warte. Die Sensation Frankfurt. Warte, ich bin gerade in einer Karriere und in einem Video. 2-1, ich habe gerade das 2-1 gemacht. In der 90. Minute gegen die Bayern im Supercup. Frankfurt, Akolo. Also das Trainerkarriere. Frankfurt schafft die Sensation. Akolo macht das Tor. Neuer fälscht etwas ab, aber es ist egal. Frankfurt ist durch. 90 Minuten lang gespielt und Çatrak Akolo. 2-1 in der 90. und Frankfurt ist Supercup-Meister gegen die Bayern. Frankfurt, der erste Treffer war von beim Spiel von Frankfurt und zwar Elfmeter. Ante Rebic, 74. Minute. Robben trifft dann für die Bayern und dann 90 plus 2. Çatrak Akolo, der Neuzugang aus Stuttgart, macht dann die Entscheidung. Frankfurt recht verdient gewonnen. Das war ihre Halbzeit. Und Leute, meine Taktik ist aufgegangen. Ich sagte, wenn Rebic, Alea und Jovic vorne nichts mehr schaffen, sie sind komplett, ihre Energie ist rot, ne? Es war meine Taktik. Ich habe gesagt, wenn sie rot sind, wechsle ich Donis, Augustin und Akolo rein. Weil die sind einfach die drei schnellsten, die wir dann einwechseln können. Und meine Taktik ist aufgegangen. Florian, ich rasiere dich auch jetzt mit Frankfurt, Bruder. Du bist tot. Ah, schmeckt. Ja, damit sind wir erstmal Meister. Was für Meister? Supercup-Meister. Machst du immer noch ein Video oder was? Ja, ich bin immer noch gerade im Video. Ich habe es beendet, aber ich bin gleich fertig. Zeig's mir, sagen es so. Verletzt? Wer ist noch verletzt? Shedrow Willems, der ist für 5 Tage. Chandler wird nicht gehen. Da, aber Leute, ich hätte gedacht, wir hätten jetzt 1-1 gespielt und ins Elfmeterschießen. Nein, Akolo entscheidet. Akolo ist. Oha, oder? Guck mal, Florian, ich habe mir Akolo, Augustin und Dings geholt. Wie heißt der? Donis. Zwei von Stuttgart, einer von Leipzig. Weil die drei sind die schnellsten, finde ich. Ne? Ich habe die gekauft. Ne? Was passiert? Dings macht Tor. Nein, Alea. Ich muss mit dem 40,8 Millionen. Nee, nee, nee. Ich muss jetzt mit Alea Vertrag machen. Neuen Vertrag, damit Dings die nicht mehr kriegt. Ihr seid. Was? Ich habe gerade die Gesamtbilanz angeguckt. Von Titelair liegst du zu 92% vorn. Ballbesitz habe ich zu 53% und du immer zu 47%. Tore habe ich 57 bei dir reingeschossen und rat mal, wie viele du bei mir reingeschossen hast. 104. Ja, wenn du weißt, wie du FIFA, also du hast ja eigentlich auch solche richtigen Kontertore, ne? Da kann ich selber nichts machen. Aber du weißt dann, du hast selber gut gespielt. Du hast dann einen Konter gespielt, den ich nicht aufhalten kann. Und allein, ich finde, ich bin ein guter Spieler. Wenn du das auch so meinst, dann ist gut, halt. Aber nur, es ist so schwer, manchmal gegen dich zu spielen, weil du einfach eingespielt bist.
Anonymes gehen, gehen. Ich würde sagen, ich habe ein Titel geholt und du hast 8 geholt, deswegen führst du sehr auf. Lädst du mich an? Nee, warte, ich muss kurz Vertrag machen mit Alea. Neuen Vertrag. Ich bin gleich wieder da. Warte kurz. Ja, keine Freigabesumme. Tschüss, Leipzig. Ihr kriegt Alea nicht. Ha. Ja, Bruder. Frankfurt bleibt mit Rebic. Ja, einfach toll. Guck mal, meine Elf ist. Soll ich dir meinen Sturm sagen? Mein Sturm ist so heftig in dieser Frankfurt-Karriere. Mein Sturm ist vorne links Rebic, in der Mitte Jovic und rechts Alea. Alea ist jetzt nicht sinnvoll, rechts hinzutun, aber es bringt was. Interesse an Akbaba, ja, den brauche ich nicht mehr. So, nächstes Spiel ist ja gegen Freiburg, aber das werdet ihr in der nächsten Folge erst sehen. Das war's mit diesem Video. Like dieses Video. Schaut bei OneNet, schaut auf jeden Fall auf meinem Kanal vorbei. Und Peace.